Wunderschönen guten Morgen. So, wir sind ausgeschlafen. Heute können wir die Kanone abgeben, beziehungsweise platzieren und aufstellen. Und dann dauert es nicht mehr lange, dann haben wir Krieg. So, heute können wir wieder runterlassen. Wunderbar. Nee, ich habe keine Zeit zu spielen, Leute. Ich muss meinen Hof machen. Werkstattbewertung. Unermüdlicher Einsatz, du hast es geschafft, den ersten Preis in der monatlichen Werkstattrangliste zu gewinnen. Wegen Leute wie dir fühle ich mich geehrt, Kommissar dieses schönen Dorfes zu sein. Ich hoffe, du wirst weiterhin alles geben, damit wir die beste Handelsgilde in der freien Städte werden. Bitte nimm diese Belohnung für den ersten Platz. Dankeschön. So, warte, wir müssen dann gleich mal wieder alles sortieren. Die Relikte, da hat ein bisschen was drin Blatt. Das ist ein Relikt. Das ist vollständig, gell? Das sind alles Relikte. Dann haben wir eine zweite Reliktebox. Was ist denn das? Ach so, B wieder. Ah. Ein Reittierver. Kann ich denn der Rosie geben? Rosie, wo bist du? Hören durch sie? Wo ist sie? Ich höre sie doch nicht. Owen, hi. Wo ist denn die Rosie? Holz, Kupfer. Rosie? Ah, da draußen ist sie. Ah, Kupfer. Mechanischer Schrott, Gummischrott. Eisen, feine Holz. Ist noch drinnen, okay. Und da ist Plastikschrott und Faser noch drinnen. Sonst haben wir ja nichts. Nee, alles andere haben wir nicht. Okay, so. Hi. Hier machen wir die gedämpften Süßkartoffeln wieder. Haben wir irgendwas, was ich dir schenken kann? Rezeptaustausch. Rezept teilen. Und schenken. Was könnte er denn sonst mögen? Ich gebe ihm einfach mal das. Na, bitteschön. Hi, Rosie. Kleiner Moment. Hier, freischalten. Das heißt, wir haben bei ihr jetzt zuweisen. Reittier füttern. Können wir noch dazu reinschmeißen. Sehr schön. Was braucht sie für ihn hier? Sandbären, okay. Dann braucht man die Helferkiste, die Sandbären. Die können wir rausgeben, die können wir verkaufen, wenn es wirklich wäre. So, Bruch und Ruinen, da kommt der Chip jetzt rein, das kommt rein. So, Bruch und Ruinen. Da haben wir ein Buch. Können wir das lesen? Margot und Maskette. Margot und Maskette von K.N. Bennett. Einmal gab es einen Hund mit dem Namen Maskette. Ihre allerbeste Freundin war die Katze Margot. Zu dieser Zeit war es seltsam, dass Katzen und Hunde miteinander befreundet waren. Die allermeisten Hunde konnten sich nur schlecht mit Katzen befreunden. Doch Maskette war ein wenig anders. Margot hat, wie viele Katzen,
gerne in der Nase gestochert. Eigentlich schlug sie auf alles ein, aber immer nur mit einer sanften Pfote. Das reichte jedoch schon aus, um andere Katzen und Hunde zu stören, sodass ihr einziger Freund Muscat war. Margot und Muscat lebten in einem kleinen Dorf nahe dem Wald und sie gingen oft gemeinsam auf Abenteuerausflüge. Margot liebte es, nach Mäusen und anderen Wesen zu suchen, die sie streicheln konnte. Muscat freute sich, Gesellschaft zu bekommen. Eines Tages begegneten sie im Wald ein Mädchen. Das Mädchen scheint einen schlechten Tag zu haben. Sie hatte Schmutz an ihren Händen, ihre Knie waren aufgeschürft und die Socken komplett mit Stacheln verziert. Hat sie sich verlaufen? Sie rief den zwei Tieren zu. Sie wedelten mit ihren Armen und rief noch mehr. Plötzlich rannte Margot weg, denn sie ist ja eine Katze, aber Muscat blieb. Das Mädchen brüllte und schrie, bis es nicht mehr konnte. Muscat begriff das Mädchen nicht, aber sie fand, sie könnte eine gute Abreibung vertragen. Also machte sich Muscat ganz vorsichtig auf den Weg zur Seite des Mädchens. Trotz ihrer Tränen fing das Mädchen zu lachen an. Sie begann Muscat zu streicheln und es ging ihr besser. Bald darauf nahm das Mädchen ein Schläfchen und legte sich unter einem Baum auf die Muscat. Anschließend kam Margot zum Kuscheln zurück, denn nun war die ganze harte Arbeit getan. Oh, das heißt, das können wir reinschmeißen in unsere Truhe. Da haben wir nichts mehr, obwohl... Nee, da haben wir nichts dazu. Haben wir hier noch Platz? Da haben wir noch Platz. So. Da haben wir eine leere Lagertruhe noch. Okay, Gummi und Plastik kommen hier rein. Das können wir hier eigentlich auch reingeben. Das passt. Hier haben wir Bücher drinnen. Eigentlich haben wir schon wieder... Hier, große Lagerkiste. Da haben wir das rein und den Brief rein. Haben wir sonst noch was? Nicht wirklich. Okay. Wir gehen hier erstmal gießen. Und ernten. Sandres. So, dann hier müssen wir einmal gießen. Die sind auch fertig. Weizensaat. Weizen. So, hier müssen wir dann wieder gießen. Die Himbeeren sind noch nicht fertig. Ansonsten passt alles. Okay, dann schauen wir noch wegen Aufträge. Was haben wir denn hier? Chromstahlbarren. Ja. Ja. Kaffeebohnen, ja. Fischbrei haben wir nicht. Kann ich eine professionelle Sandfalle noch machen? Da. Das müsste hier dabei sein. Kann ich keine machen. Okay, gut. Dann machen wir... Gehen wir die Sachen mal ab, was wir haben. Gut. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, wenn wir dann die Kanone platziert haben. Ich befürchte, dass das nicht lang hergehen wird. So, hi Jensen, dein Auftrag?
dann kriegst du noch einen zweiten. So, und hier hinten. Ist der Cooper. Dein Auftrag, bitteschön. Dankeschön. So, was haben wir heute, Marktpreis? Wir hatten gestern einen Minus, wir haben heute auch wieder Minus. Okay. Naja, kauf mal ausnahmsweise. So. Gut, dann installieren wir jetzt die Hyperdruckluftkanone. So. Hi, Machato. Hey, hey, hey. Magst du rohes Fleisch? Plus eins. Wo ist jetzt der andere? Da, Banjo. Magst du ein rohes Fleisch? Auch nur plus eins. Okay. So. Die Installation der Luftkanone bringt die Handlung ein gutes Stück voran. Vergewissere dich, dass du alle laufenden Nebenquests abgeschlossen hast, die sie mit den nächsten Ereignissen in Konflikt geraten könnten. Jetzt installieren wir. Installieren. Hallo. Fantastisch. Das wird das Herzstück unserer Verteidigung sein. Genau. Gut gemacht, Ori. Außerdem, du wirst derjenige sein, der diesem Geschütztürm steuert. Hä? Warum ich? Ich kann den Geschützturm nicht in einem echten Kampf steuern. Ich bin ängstlich. Trotz der tausenden von Stunden Kampftraining, die ich mir mit meinem Kopf ausgemalt habe, habe ich noch nie gegen jemanden gekämpft. Der Rest der Ziviltruppe ist inkompetent und technologisch ungebildet. Der Einzige, der eine Chance gegen eine Armee im Geschützturm hat, bist du. Wie läuft es hier? Wir sind bereit. Ich habe den Verteidigungsplan schon fertig. Gut, dann lass uns ein letztes Mal zusammenkommen und alle Pläne durchzugehen. Oh, shit. Willkommen alle zusammen. Als ich diesen Job annahm, hatte ich nie gedacht, dass ich mal Bürgermeisterin im Krieg sein würde. Aber hier sind wir nun. Also, erzähl mir von unserer Verteidigung, Sheriff. Jawohl, mein Plan ist es, den Martelplatz zu umzingeln. Das feindliche Feuer abzulenken und Scharfschützen auf den Dächern entlang der Hauptstraße zu platzieren. Ich werde unsere besten Kämpfer hier platzieren. Das Herzstück unserer Verteidigung wird der von Direktor Quee und Ori entwickelten Luftkanonenturm sein. Wir werden die Feinde auf ihn lenken. Hoffentlich funktioniert er wie versprochen. Wir werden auch einen Posten bei den Wohnungen absetzen, damit wir nicht von hinten angegriffen werden. Alle Zivilisten werden in den Tempel evakuiert, denn ich glaube nicht, dass das Duvos-Militär dieses Gebäude angreifen wird. Das, war dann alles. Der Plan ist so gut wie jeder andere. Ich hoffe nur, dass unsere Reiter Verstärkung anfordern können, bevor es zu spät ist. Richtig. Nun, es bleibt uns nichts anderes übrig, als zu warten. Tut alle euer Bestes, um euch auszuruhen. Sind jetzt. Kann ich die jetzt. Das ist mein einziges Problem. Kann ich die jetzt adoptieren? Wurde mein Verbündeter. Nee. So, und wo die andere Katze ist, weiß ich gerade nicht. Okay. Da können wir jetzt nochmal schauen. Wir schauen jetzt nochmal nach Hause. Wegen Kalkstein und dem Ganzen. Hi! Hi! Magst du rohes Fleisch?
Ich weiß nicht. Wir haben eine neue Hose gekriegt. Wir haben jetzt... Wie blende ich denn die... Beschreibung anzeigen. Welcher Knopf ist denn das? Machen wir es halt so. Perfekt. Wir haben eine seltene. Okay, wenn wir probieren, die aufzuwerten, könnte die besser sein. Okay, ansonsten haben wir nichts hier drinnen. Okay. Okay, es wird jetzt langsam wird's ernst, ne? Kalkstein und Kalksteinziegel. Ich schau mal. Von Steinbruch, Kalk. Da müssen wir nochmal zurück. Kann ich denn sonst irgendwas machen? Hier kann man ruhig wieder welche machen. Suppentopf Stahlstange machen wir. Weißes, obwohl Magnesium können wir machen. Weißes Kupfer können wir machen. Ja, Magnesium, Aluminium können wir auch machen. So, Gusseisenrohr. Machen wir ein Kupferdraht. Granitplatte. Granitplatte. Die Hammer. Kalkstein. Vom Steinbruch. Okay, ja, dann müssen wir schauen gehen, ob wir noch Kalk finden. So, wir zwei machen einen kleinen Ausflug. Sonst haben wir eh keine laufenden Quests. Nee, nur die. Okay. So, ich hoffe, der fährt jetzt nicht los. So. Gehen wir da nach unten. Da haben wir bestimmt irgendwo noch Kalk. Achso, das ist ja Granit, ne? Was, wo kriege ich denn das Kalk-Ding jetzt eigentlich her? Der kommt jetzt bestimmt her da zu mir, gell? Ja, komm her da. Okay, dann geht er wieder. Ist auch okay. Halt nur Granit. Kristall. Granit, Kristall. Achso, warte, wir... Dreh dich doch. Toll, steck mein... Steck das jetzt fest. Ah, das sehe ich nicht weiter zurück. Schade. Mich jetzt pflanzen erst. Geht's jetzt wieder, oder? Jetzt geht's wieder. Okay. Wo
kriege ich einen Kalkstein raus? Steht nur da. Sind das nicht die dunklen Steine? Okay, wir schauen mal, wo waren denn die? Die sind, müssten ja gleich, glaube ich, hier oben rum sein. Sicher bin ich mir auch nicht. Was sind die? Da. Ich schau mal. Da kriege ich Marmor raus. Marmor. Muss ich da rüber? In die Wüste kann auch gut sein, weil hier kriegen wir nur Stein und sowas raus. Okay, wir schauen mal. Wir haben ja eh Zeit. Das hier Rohmineralien. Granit kriege ich hier raus. Marmor und Granit. Ah, Graphit. Quarz. Lapislazuli, da kriegen wir das nicht raus, oder? Reiner Lapislazuli. Okay, warte mal. Kalender. Enzyklopädie. Brandkalk. Quelle Kalkstein. Aha, okay, okay. Das ist ja da hinten. Das Viertel habe ich ja schon wieder total vergessen, dass wir da auch hin können. Ham. Okay. Da nach hinten müssen wir. Okay, aber eines würde mich jetzt trotzdem noch interessieren, warte. Beziehungen. Die Nemo eng befreundet. Machato? In Machato kann ich schon nach Hause holen. Wo ist er denn? Machato. Das ist Machato. Hi. Ich adoptiere dich. Bestätigen. Ist jetzt dein... Oh, sehr cool. Beim Bancho dauert es leider noch ein bisschen, aber wir haben jetzt mal zwei zu Hause. Okay, sehr, sehr cool. So, warte mal, ich bin zu weit geritten. Ich muss da hinten rum. Irgendwie da runter.
Da waren wir ja schon ewig lange nicht mehr drüben. Und da drüben ist Kalkstein. Was ist das? Kalkstein. Her damit. Sehr cool. Dann haben wir das auch. War das früher auch schon immer so, dass wir uns das anzeigen haben lassen oder ist das neu? Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Was ist hier? Ein Achat? Schwefel. Eine Berghose. Ich weiß auch nicht mehr auswendig, was wir brauchen zum Fischen. Weil da hinten haben wir irgendwo Kleeblume. Haben wir ja. Nee. Sandfisch-Dingsbums. Zum Fischen halt. Also ich glaube, ihr kennt euch aus, was ich meine. Nein. Verwirrt hier. Okay. Der ist. Das ist da hinten, ne? Okay, ich kann es mal probieren. Ob wir das Richtige dabei haben, weiß ich nicht. Mögt ihr? Scheint nicht interessiert zu sein. Okay, Kastanien mögen die. Aber die werden immer so schnell weg, gell? Hier Sandreis? Nee. Mögt ihr sowas? So, komm dran. Okay, die große habe ich jetzt nicht mehr erwischt. Jetzt habe ich es wieder nicht gesehen, was die gibt. Geldtechnisch geben die halt alle nicht wirklich was. Ich weiß nicht, ob ich die weiterverarbeiten kann, aber ich glaube aktuell nicht.
ist denn das? Aha. Haben wir das vorher noch gemacht? Kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Okay, dann gehen wir nach Hause, machen den einen Kalksteinziegel noch. Vielleicht schaffen wir es heute noch, die Dings zu reparieren. 20.50 Uhr haben wir es. Schauen wir. Versprechen können wir nichts. Aber auf das da hinten habe ich gar nicht mehr gedacht, ne? Mit Kalkstein und das. Der Nemo wäre dahin stolziert. So. Gehst du gleich zurück? Warte mal, habe ich was für ihn dabei? Hi Nemo! Bye! Hammer für dich? Warte. Magst du ein Spielzeugfußball? Ja? Ah, süßer der. So, Machado! Sehr cool! Haben wir irgendwo Platz für? Okay, so haben wir da. Jetzt haben wir nichts Neues, gell? Faserabfall. Nee, von denen Sachen haben wir nichts. So, dann machen wir hier schnell. So, die können wir ernten. Himbeeren sind das ja. So, was haben wir hier? Kartomaten, mysteriöse Baumsetzling. Vielleicht, dass wir die beim Dings kaufen müssten. Beim mysteriösen Händler. Könnte ich mir halt auch gut vorstellen. So, und hier braucht man die. So. Und so, den Rest, der wird dann morgen gemacht. Ah, den hätte ich auch noch ernten können. Naja. Okay, Kalksteinziegel, der braucht noch. Ja, dann wird es wohl so sein, dass wir schlafen gehen müssen. Und dass wir uns morgen anschauen müssen. Ich schätze, hat er sogar ein kleines Zuhause. Sehr hübsch.
Nee, den kriege ich jetzt nicht mehr. Er ist bestimmt nicht fertig, ne? Ne. So, es wird alles sortiert. Die Hose wollte ich noch machen. Aber das machen wir morgen. Wenn morgen nicht sogar schon der Krieg sein wird. Ha, hallo. Okay, gut. Passt. Er schläft schon, deshalb Dankeschön. Gute Nacht und bis morgen.